Hallo, mein Name ist Petra Beck. Ich bin die Chefredakteurin der Strickzeitschriften Sabrina und Stricktrends. Und ich möchte dir in diesem Kurs zeigen, wie du glatt rechts gestrickte, ganz schlichte Pullis aufpeppen kannst mit deinen eigenen Statement-Motiven. Du lernst in diesem Kurs, wie man wann und wo Motive platziert und wie man sie aufstickt oder einstrickt. Beim Aufsticken haben wir zwei verschiedene Techniken, die wir dir vorstellen wollen, nämlich den Maschenstich und den Kreuzstich. Einstricken machen wir auch mit zwei verschiedenen Techniken. Da stellen wir dir die Intarsientechnik und die Jacquard-Mustertechnik vor. Wenn du keine glatt rechts gestrickten Pullis schon fertig zu Hause im Kleiderschrank hast, kannst du die natürlich auch selber stricken. Wir bieten dir dafür zwei Modelle an, nämlich eine Jacke mit Überwurf und ein quergestrickter Pulli in Fledermausform. Beide Modelle kannst du nach unserer Anleitung nachstricken. Dafür brauchst du natürlich Wolle, Stricknadeln. Du solltest auch schon mal in irgendeiner Form gestrickt haben. Du bekommst, wenn du keine eigenen Ideen hast für Statement-Motive oder Statement-Sprüche, bekommst du von uns Motive anhand von Buchstaben oder anderen Motiven. Oder wir zeigen dir auch, wie du dein eigenes Statement entwickeln kannst in Form eines Zählmusterpapiers, wo du dann deine Sprüche und deine Labels übertragen kannst. Beide Modelle, natürlich ohne Stickereien und ohne Einstricken, kannst du auch dir anschauen in der Zeitschrift Stricktrends. Da sind beide auch veröffentlicht, auch mit Anleitungen. Insofern kann eigentlich jetzt gar nichts mehr schiefgehen. Ich zeige dir das alles Step by Step. Es ist recht viel, aber du wirst mit Sicherheit zum Erfolg kommen. Und ich freue mich, wenn du diesen Kurs buchen würdest.